Freude könnte nicht größer sein. Den Damen vom LTTC Rot-Weiß gelingt zum Saisonauftakt in der ersten Bundesliga die Megasensation. Das Berliner Team bezwingt den amtierenden deutschen Meister vom TC Bredeney und setzt damit ein dickes Ausrufezeichen. Also ich glaube, für die ganze Mannschaft ist es einfach mega. Also wir haben einfach nicht damit gerechnet. Klar, ist immer alles möglich und man träumt davon so ein bisschen, aber das ist jetzt wirklich, dass wir es echt geschafft haben, ist mega, mega. Aufsteiger gegen dreifachen deutschen Meister. Klingt nach David gegen Goliath, doch die Berlinerinnen zeigen von Beginn an Biss. Den ersten Matchpunkt sichert sich Neuzugang Jenny Dürst. Die Schweizerin feiert einen Zweisatzerfolg gegen Bernarda Pera aus Kroatien. Und auch der neuen Nummer 1 des LTTC Rot-Weiß Berlin, Julia Starodubtseva, gelingt der perfekte Einstand. Im Top-Duell macht die junge Ukrainerin kurzen Prozess. 6-3, 6-2 der Endstand gegen Tatjana Maria. Es war gut, weil ich gegen eine sehr starke Spielerin gewonnen habe. Ich wusste, dass mein Sieg einen wichtigen Punkt für das Team bringt. Das freut mich sehr. Und auch über die lange Distanz beweisen die Berlinerinnen Nerven. Sowohl Lena Papadakis als auch Annika Stabel fahren die nächsten Punkte im Match-Tiebreak ein. Stabel kämpft sich nach einem 2-6 im ersten Satz zurück und kann das Spiel gegen die ehemalige Top-20-Spielerin Janina Wickmeier aus Belgien zu ihren Gunsten drehen. Ich habe einfach gar nicht nachgedacht, ich habe einfach gespielt, mein bestes Tennis gezeigt und ja, am Ende hat es funktioniert. Vorteil also klar bei Rot-Weiß, mit 4-2 geht es in die Doppel. Die Berlinerin nur noch einen Sieg vom Spieltagserfolg entfernt. Und letztendlich hängt alles an ihnen, Lena Papadakis und Jessie Ainey. Beide kämpfen sich durch den ersten Satz und können danach frei aufspielen. Ein letzter Punkt zum 7-5, 6-0, dann ist der Überraschungserfolg perfekt. Klar, dass da dann einiges von einem abfällt. Ich habe gar nicht so den Druck empfunden. Also klar, irgendwie war ihm das bewusst, aber ich wusste, dass wir ein super Team sind, Jessie und ich, und dass wir es schaffen können und waren einfach voll im Match drin. Und ja, aber natürlich, als wir dann gewonnen haben, ja, alles. Also, ja. Mit 5-4 sichern sich die Damen vom LTTC Rot-Weiß den ersten Spieltagserfolg der noch jungen Saison. Nach den Triumphen der letzten Jahre in der Regional- und zweiten Liga ist das übrigens der 13. Sieg in Folge. Und es dauert gar nicht lange, bis der nächste Spieltag der Berlinerinnen ansteht. Ja, weiter geht's gegen Aachen, hochmotiviert. Wir haben unser Team, wir stehen alle sehr nah und wir sind voll motiviert. Und ja, Sonntag geht's weiter. Nach dem deutschen Meister folgt also der Vizemeister. Die Berlinerinnen werden diese Aufgabe auf jeden Fall annehmen. Und vielleicht gelingt ja dann auch die nächste Sensation.